Herzlich willkommen zurück zu einer klitzekleinen neuen Produktplatzierung auf meinem Kanal. Freunde, wir befinden uns gerade auf El Craiso Island. Und nein, das ist keine Insel voller Zahnärzte, weil ich El Craiso Dente nämlich hier regiere und ein wunderschönes Leben für meine Untertanen erschaffen habe. Das möchte ich euch aber gleich erstmal ein bisschen intensiver zeigen. Zuerst ein kleines Vorwort, Freunde. Denn meistens, wenn wir uns irgendwelche Tropico-Let's Plays ansehen und so, dann ist das natürlich ein langer Weg. Es ist ein langer Weg von einem kleinen Anführer, der ein paar kleine Farmen besitzt, bis hin zu einem großen Menschen. Liebling, nenne ich es jetzt einfach mal, egal unter welchen Umständen, aber am Ende werden sie dich lieben müssen, ja, egal was du tust, und, denn am Ende bringst du ihnen, bist du die Hand, die sie füttert, und genau deswegen werden sie lernen, dich zu lieben und zu respektieren als El Presidente jeder eigenen kleinen Insel. Und wie wir alle wissen, kann man natürlich bei Tropico 6 alles in 1000 Richtungen in irgendeiner Art und Weise aufbauen. Ich habe mich hier in so einem kleinen Sandbox-Game dazu entschlossen, das alles so ein bisschen anders mal aufzuziehen, weil ich selber mal ein bisschen Kram bauen wollte, den ich so noch nie gesehen habe. Ne? Weil wie gesagt, es gibt hunderte Dinge, die gezeigt werden und leider nie, ich sag mal, das letzte moderne Zeitalter. Denn auch Tropico hat natürlich von außerhalb sehr, sehr viel gelernt. Und jede Insel lebt vom Fortschritt. Menschen, die von außerhalb kommen, bringen den Fortschritt mit auf die Insel. Und schon gibt es viele neue Dinge, gerade im Agrarwesen, in der Versorgung. Ich allerdings lebe komplett vom Import. Ich habe auf dieser Insel nichts, was auch in irgendeiner Art und Weise zur Selbstversorgung helfen könnte. Deswegen muss ich natürlich meine politischen Beziehungen auch immer gut pflegen. Und meine Reputation ist mittlerweile auch schon auf 44% gesunken. Daran kann ich noch arbeiten, muss ich noch arbeiten. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, ich habe hier oben auf so einem kleinen hübschen Felsvorsprung, guck mal, wir zoomen mal hier so ein bisschen raus. Ja, da oben. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe hier oben ein wunderschönes kleines Regierungs- und Bankenviertel errichtet. So ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt, ja. Okay, ich spiele das Spiel übrigens heute mit Controller, Freunde, denn auf jeglichen Konsolen dieser Welt, außer auf der Switch, glaube ich, kann man dieses Spiel mittlerweile auch wunderbar erwerben und es lässt sich mit Controller erstaunlich gut spielen. Die Kameraführung ist manchmal ein bisschen merkwürdig mit Controller, wenn man es mit Maus und Tastatur gewohnt ist, braucht man einen Moment, um sich in irgendeiner Art und Weise daran zu gewöhnen, ja, aber ich denke, wir kriegen das hin. Jetzt im Moment ist ja alles hier pausiert, deswegen können wir oben, hier oben ist der große Kreisel Titicaca-Felsen. Der macht hier einen wunderschönen Wasserfall und ja, ich habe hier so einen riesen Kometenkrater, ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfangen soll. Ich habe da jetzt erstmal den Flughafen hingesetzt. Wenn gleich ein Flugzeug kommt, können wir natürlich auch mal sehen, welche wunderschöne Einflugschneise ich hier gebaut habe für das Flugzeug. Das ist also wirklich, das ist perfekt. Hier, Freunde, haben wir uns den Himmelstempel ausgeborgt, in Anführungszeichen. Von anderen Kulturen importiert, einfach um die kulturelle Vielfalt auf meiner, das ist hier eine komplette Touristeninsel jetzt, ja. Ich baue komplett auf Tourismus aus. Hier haben wir auch so ein kleines Tourismusbüro. Können wir auch mal kurz drauf gehen. Ihr seht, das ist auch alles ganz easy mit Controller zu steuern. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, das mit dem Controller alles zu machen, ja. Und guck mal, wir können ja mal kurz hier in meine Verfassung schauen. Und wie ihr seht, alle Bürger Wahlrecht, wir sind pazifistisch, wir sind abgasfrei, es gibt im Moment keine Gewaltenteilung. Ja, alle haben das Recht auf Privatsphäre, das Einheitskassensystem ist am Start, also egal von welchem Wert finanziell der Mensch gelistet ist, er bekommt in jeder Art und Weise seine medizinische Versorgung, die ihm zusteht. Ja, wir sind ein sehr atheistischer Staat, also Glauben ist bei mir nicht ganz so weit ausgeprägt wie vielleicht bei allen anderen Leuten. Man kann auch so einen richtig schönen Glaubensstaat bauen, habe ich mir auch mal überlegt. Also ihr könnt das auch, es gibt 1000 Missionen in dem Game, ja, also nicht 1000 an der Zahl, aber gefühlt gibt es für sehr, 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 sehr viele Spielstunden sehr, sehr, sehr viele Missionen, an denen ihr euch austoben könnt, um alle Systeme des Spiels, die, was ich leider sagen muss, nicht zu 100% fehlerfrei sind, ja, gerade so dieses Wohnungssuchsystem mit freien Wohnungen und der Barackenbau, kann man noch ein bisschen was dran feilen. Straßenbau ist jetzt auch noch nicht so cremig, wie ich ihn mir immer wünschen würde. Ja, aber das sind Kleinigkeiten und man muss nun mal mit dem leben, was einem gegeben wurde. Nur so bin ich zu El Presidente geworden. Aber guck mal, wir haben freie Medien, wir haben freie Ausreise, wir haben freie Ehe, wir haben freien Handel.
Also mein Staat ist komplett frei, lebt vom Tourismus und ich zeige euch gleich auch noch die Tourismus-Hochburg. Aber ich hatte gedacht, hier werde ich um diesen Tempel herum, hier ist ja auch so ein Tempel, das wird natürlich alles im Laufe der Zeit noch schöner gemacht. Aber ich hatte jetzt nicht die Zeit, euch auch wochenlang ein Let's Play hochzuziehen. Das ist nicht die Prämisse, an der ich gearbeitet habe. Ich wollte euch einfach nur mal so ein bisschen showcasen, was denn hier so alles geht. Und wie gesagt, im Sandbox-Modus, da könnt ihr euch austoben, da könnt ihr alles so einstellen, wie ihr wollt. Ja, hier vorm Präsidententempel, hier ist die chinesische Botschaft. Der chinesische Botschafter ist mein bester Kumpel, der wohnt direkt gegenüber quasi. Ah, Entschuldigung, das ganze Reisen und der Kontakt mit ausländischen Botschaftern hat mir eine kleine Erkältung eingefahren. Macht aber an der Stelle nichts, hier ein schönes Raketendenkmal. Wunderbar, ja, wir gehen hier mal durchs Regierungsviertel. Hier gibt es halt diese ganzen kleinen Gebäude. Hier ist ein Gourmet-Restaurant, ja, goldenes Tafelsilber. Könnte ich aber mal eben... Was wollen wir denn da? Sushi-Meister, komm, oder? Erhöht die Löhne um 150%. Ja, komm, dann machen wir mal einen schönen Sushi-Meister hin. Nee, nicht nur für Touristen, das ist ja hier oben, das ist ja für den chinesischen Botschafter und so überwiegend gemacht, ne? Was haben wir hier? Die Einwanderungsbehörde. Wir haben offene Türen, jeder darf rein. Schade, dass ich die Aufnahme so spät angefangen habe, weil es kam nämlich gerade ein Kometenschauer. War aber nicht so schlimm, meine Feuerwehr hat einen Hubschrauber. Hier sind nochmal so ein paar Banken und Bürogebäude, die ich hier oben nochmal so daneben gesetzt habe, einfach um, damit El Presidente nicht so weit laufen muss, wenn er denn die Bankgeschäfte kontrollieren geht, ja, wie das hier so läuft. Da sind direkt zwei Banken nebeneinander. Das generiert komplett, oh, warte, seht ihr, das meine ich mit, das ist ein bisschen schwammig. Ich versuche rein zu zoomen, aber lande dann immer hier in irgendwelchen merkwürdigen Gefilden. Naja, gut, da ist eine Hütte, wieso Hütte? Ich wollte hier das Büro. Da können wir dann nämlich zum Beispiel mal gucken, was der generiert ungefähr 400 im Monat. Oh, guck mal, einen Wasserspender könnten wir hier einbauen. Alle Gebäude verbessern. Ach, ist schon drin, der Wasserspender, okay. Ja, soll natürlich alle Spaß und Freude an der Arbeit haben, ne? El Kreisodente, soll ich euch El Kreisodente, auch wenn es sich anhört, als wäre er ein Zahnarzt, wir können ihn ja mal hier hinschicken. Warte, wie geht das? Da muss ich da erst auf den Palast mich fokussieren, da El Presidente auswählen. Ich sollte mir was Hübsches kaufen. Gebäude besuchen. Wie einen zweiten Palast, dem Schicksal entgegen. So, und dann folgen wir ihm mal. Da ist er. Mitten in der Prärie steht er mit seiner Rastermütze und mit seinem Kram. Ich weiß es gerade nicht. So, wir machen mal eben, wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Eine offizielle Stellungnahme des Palasts hat bestätigt, dass Gott El Presidente liebt. Oh ja, oh ja. Und auch El Presidentes felsenfesten Glauben. Welch geweihte Pressemeldung, Tropico. So, guck mal, jetzt holt er sich hier ein Auto. Wir sind hier gerade übrigens in, so wie ich es nenne, Little Las Vegas. Ja, und Little Las Vegas zeige ich euch jetzt gleich dann auch nochmal aus der Nähe. Ich habe heute echt gedacht, als sie gesagt haben, so willst du für uns eine kleine Folge machen und mal ein paar Modern Times und so zeigen, habe ich mir gedacht, boah, ob ich da 20 Minuten zusammenkriege. Aber easy, Leute, man kann hier so viel, ich könnte euch so viel zeigen, ich könnte euch noch 2 Stunden was zeigen und würde auch die ganze Zeit bauen. Und bei manchen Dingen ist halt zum Beispiel, zeige ich euch auch gleich noch, was mich ein bisschen stört, ist, dass viele Gebäude schwierig in die Umgebung zu integrieren sind, so wie der Golfplatz zum Beispiel. Ja, da muss ich mir noch was überlegen, ob ich dann vielleicht den Golfplatz nehme und dann ein paar Luxushotels drumherum baue. Aber ihr seht hier El Rasta Presidente, der fährt easy mit seinem Hawaii-Hemd hier im Auto durch die Straßen und dem kann überhaupt nichts passieren. Ja, dem kann überhaupt nichts passieren. Warum habe ich eigentlich doppelte Geschwindigkeit? Ich möchte... Nein, nicht vierfache Geschwindigkeit, einfache Geschwindigkeit. Ey, ey, ey! Folgen, da. So, jetzt geht El Presidente ein bisschen spazieren. Oh, den Rest muss er noch zu Fuß laufen. Naja, gut. Aber ihr seht, El Presidente ist immer natürlich sexy und fit, spart natürlich Abgase, so gut es geht. Und ich hätte da oben auch noch so ein Parking Center bauen müssen, damit die Leute schneller zur Arbeit kommen. Vielleicht bauen die auch deswegen irgendwie Hütten. Dann haben wir hier, Leute, das hier sind übrigens die modernen Wohnhäuser von El Presidente. Ja, oh, guck mal hier, was wir hier für Sehenswürdigkeiten haben. Also wenn da nicht mal die Leute richtig spitz werden auf meine geile Insel. Ja, ich habe auch super viele krasse Urlauber und so am Start. Aber warte, ich zeige euch mal hier, das sind moderne Appartements hier. Ja, die sind auch quasi schon komplett voll. Ja, das auch. Oh, ist dasselbe, ne? Ja, gut gemacht, Kreis. Das wollte ich haben. Ja, also die modernen Apartments hier oben sind voll. Na klar, wenn hier
die Banken und so arbeiten, ganz klar. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ach komm, dann frisieren wir mal ein bisschen die Wahlzettel, weil wir jetzt gerade wieder ein Problem haben hier mit 38%. Könnten jetzt natürlich ein paar Leute bestechen, ja, habe ich aber nicht so den Bock drauf. Ich wünschte, wir könnten hier, ich habe da so ein Apartment, zwei so Dinger nebengebaut. Ich wünschte, wir könnten sehen, wenn ein Flugzeug kommt. Aber es müsste eigentlich gleich eins kommen. Und dann, Leute, zeige ich euch hier unten gleich nochmal Little Las Vegas. Hier haben wir nochmal so ein Wohnviertel mit so ein paar hübschen Gebäuden. Hier ist mein Strom- und Spionageviertel. Da, wo mein Cursor-Controller jetzt drauf ist. Oh, wir haben ein Feuer irgendwo wieder in Tropico. Können wir aber bestimmt... Da. Was brennt da? Oh nein, das brennt das Familienresort? Geh mal ran hier. Ah, nee, ist nur die Cocktailbar. Aber guck mal, wir können auch den Hubschrauber zum Beispiel schicken. Ja, haben wir jetzt mal gemacht. Mal gucken, ob der jetzt kommt hier, der gute Hubschrauber. Oder ist die Feuerwehr früher da? So, also, der Hubschrauber ist unterwegs. Ich musste mal hier ganz kurz pausieren, weil während hier das Haus brennt, regnet es beim echten El-Präsidente, also mir persönlich, ja, voll in die Hütte. Und deswegen musste ich mal eben ganz kurz, ne, während ich hier im virtuellen Universum auf meiner wunderschönen Insel hause, ist die echte Welt nur trüb und grau. Naja, umso besser hier zu sein, oder? Freunde, wie gesagt, ich kann das nur nochmal erwähnen. Ja, ihr könnt das jetzt auch auf Konsole zocken. Und wie gesagt, ich finde das mit diesem Rädchen und so, das ist eigentlich ganz gut geregelt. Also, wenn man generell sowieso viel mit Controller spielt und so, dann kommt man auf jeden Fall ganz gut klar. Hier ist mein wunderschöner Luxus-Touristenhafen. Ja, und ihr seht, Touristen insgesamt sind wir gerade bei 2368. Hier kommen natürlich nur die gut Besotteten rein. Die können sich dann hier direkt an diesen Strandbungalows... Warum sind hier überall diese Gammelhütten? Weg mit euch! Ich will euch hier nicht. Ich will, dass meine reichen Superluxus-Touristen... Das Witzige ist, die Leute, die da drin wohnen... Sucht euch mal Häuser! Ja, ich habe viele hauslose Menschen, aber was soll's. Vielleicht habe ich Glück und sie suchen sich mal Häuser. Ansonsten sind sie halt unzufrieden. Kann ich mit leben als El-Präsidente, ja? Ihr seht, dann kommen die hier und hier... Ich bin autorisiert zu sagen, gute Neuigkeiten, Präsidente. Okay, das sind sie. Wir haben eine neue... Dann importieren wir mal ein bisschen Kram. Ich lebe eh nur vom Import, ja? Also ich lebe auf diese Insel hier... Der Sieg gehört euch, Präsidente. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Gut, was... Und nicht nur, weil ich... War alles gut, ne? Wahlrecht und so. Wir bleiben natürlich ein freies, freidenkendes, wunderschönes Supertropico. Und ja, ihr seht schon, hier haben wir einen kleinen botanischen Garten direkt neben unserem Museum für moderne Kunst, ja. Sowas ist natürlich auch immer ziemlich cool. Oh, jetzt kam wieder ein Touristenflugzeug und ich habe es nicht gesehen. Naja, dann haben wir hier noch für die Superreichen, hier wohnt die Oberoberschicht. Entsprechen die Wahlergebnisse ja. Die Oberoberschicht. Die gestern Abend zugespielt wurden. Ein verblüffendes Ergebnis für El Presidente. Ja! Danke! Yes! Okay, die Freiheitszufriedenheit steigt gerade auch schon wieder auf 94 von 96. Also hier ist alles gut. Auf meiner Insel ist alles super, ja? Sie sind bei meinen Freunden nicht sonderlich beliebt, Präsidente. Ich habe schon Drachenfliegen. Präsidente, ich weiß... Wieso habe ich den jetzt doppelt, den Auftrag? Weiß das jemand? Naja, weiß niemand so genau. Aber was soll man machen? Also, ich sage euch eins, ne, der Lego-Soundtrack vom Lego-Film wurde auf meiner Insel geschrieben. Ja, das kann man schon mal so sagen. Hier haben wir zum Beispiel ganz modern hier Fernsehstation. Da laufen den ganzen Tag Telenovelas. Ja, also El Presidente Tag und Nacht läuft dort. Ja, eine Real-Life-Dokumentation über El Presidente und sein völlig undekadentes, aber doch wunderschönes Leben mit und im und beim Volk. Quasi. Ich bin der volksnächste El-Präsidente, den dieses Spiel je gesehen hat. Freunde, so, hier haben wir noch so ein paar kleine Luxusdinger und natürlich die großen, ganzen geilen Modern Times-Gebäude, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ja, da können wir mal gucken, hier oben mit einem kleinen Garten auf dem Dach. Dazwischen habe ich einen Haufen Parks gebaut und so gut es geht, um einfach den Leuten hier ein wunderschönes Leben möglich zu machen. Ja, hier ist meine Solar- und Windenergie-Ecke. Die Windenergie hatte ich irgendwann mal zwischendurch nur ganz kurz mit reingebaut, hier mein Spionage-Dings, ja. Ich habe hier das Zentrum für Cyberoperationen und hier die Spionageakademie. Die sind direkt nebeneinander. Hier können wir Überfälle planen und sowas, ja. Rebellionen können wir provozieren, Spionagewissen, hier können wir noch eine Schatzjagd machen.
Hier können wir zum Beispiel Fantasiebewertungen mal einführen. Einfach nur, um nochmal richtig schön klarzukommen, dass die Leute wissen, zack, zack, ne, der Mann hat die beste Urlaubsinsel überhaupt. Hier ist ein cooler Tunnel. Ja, hier habe ich einen hübschen Tunnel gebaut, der hat noch keine direkte Anbindung. Hier kommen gerade wieder Touristen vom Flughafen angefahren. Die haben natürlich ihre eigenen Fahrzeugbüros und so. Weil Flughäfen braucht man für die Superreichen, für die mega superreichen, super krass Touristen. Und ich würde gerne jetzt mal hier, habe ich noch sehr viel Fläche, ich habe eine Riesenkarte genommen. Ja, und da weißt du irgendwann, das ist zum Beispiel eins, der jetzt, das ist ein Problem der Wohlhabenden, ne? Es ist jetzt kein massives Ultra-Problem, aber man kann halt irgendwann, das Superhotel hat irgendwie einen Skin, ne? Sagen wir jetzt mal, guck mal, Moment, wir machen das jetzt mal einfach. Ich baue jetzt mal hier. Wo ist denn Tourismus? Da, Restaurant, Fastfood, Achterbahn, nee, wir wollen hier Luxusunterhaltung zum Beispiel, Casinos für die ganz Reichen, Nachtclub will ich jetzt nicht gegenüber vom Dings bauen, da muss ich hin. So, und zwar möchte ich jetzt hier, antike Ruinen, nee, oder? Aussichtspunkt, ein Hotel, wo sind denn diese Superhotels? Fastfood-Restaurant, ich bin ein bisschen verwirrt. Eine Achterbahn zeige ich euch gleich auch noch, gibt's auch noch. Naja, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich habe jetzt dieses eine Hotel und vielleicht noch ein Superhotel und das war's dann auch, ne? Das Fastfood-Restaurant und so, die Souvenirläden. Man kann den Inhalt ändern, aber das Aussehen nicht. Finde ich ein bisschen, ist halt ein bisschen steif, ne? Ist aber halt ein Luxusproblem. Dann, wie gesagt, hier so ein Golfplatz, wenn ich den jetzt zum Beispiel hier reinsetze, ihr seht, ja, der Golfplatz ist jetzt super gepflegt, ne, aber drumherum halt dieser Dschungel, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Dschungelgolf machen will, dann seht ihr das optische Problem, was ich persönlich jetzt damit habe. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie schön er irgendwas findet, ne, aber wie gesagt, das ist halt so, kommt jetzt mal ein Flugzeug? Ich hoffe, es kommt jetzt gleich mal ein Flugzeug. Ich beschleunige mal kurz ein bisschen, wie kann ich hier auf dem Pad beschleunigen, ist die große Frage. Y? Nein. Hier kann ich... Was kann ich da machen? Nein, ich will nicht abreißen. Ich beschleunige mal auf 2. Dann kommt jetzt vielleicht gleich ein Touristenfrachter. Warum sind da so wenig Touristen? Was ist da los? Irgendwas stimmt mit dieser Insel nicht. El Presidente ist nachlässig geworden. Naja gut, ich erzähle euch aber auch gerade hier meine komplette El Presidente Lebensgeschichte. Oh, es gibt wieder Nationalfeiertag. Schönes Feuerwerk. Ich würde euch gerne hier meine hochpräzise, supergeile... Ihr seht es jetzt schon, wenn ich von hier gucke, sieht man schon spannende Einflugschneise. Also, aber nur die besten Piloten bringen natürlich die besten Touristen auf die beste Insel der Welt. Das ist mein Motto. Und da sehen wir schon, da kommt er angeflogen. Oh, leichte Abwinde hier. Zack und wusch durch den Busch. Ja, und da seht ihr, dafür muss man einfach schon richtiger Profipilot sein, um das hier zu schaffen. Ja, aber er bringt Touristen mit. 20 Superreiche nimmt 13 Superreiche wieder mit. Also der bringt die richtig Reichen der Reichen, Leute. Ne? Und ja, dann haben wir hier noch schöne Denkmäler zwischendurch platziert. Aber ich würde euch gerne jetzt nochmal... Hier, das hier, das ist ein Hotel. Ne? Das ist ein Hotel, das Loveboat. Auf Loveboat-Modus. Ja, hier können die Leute sich richtig schön abfeiern und das Leben auf Tropico genießen und haben einen wunderschönen Blick hier auf mein Little Las Vegas. Was ich euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein bisschen... Ja, aus der Nähe zeigen will. Ja, so, ich weiß nicht, ob man hier... kann ich hier mit dem Bus durch oder so? Ja, man kann leider die Ansicht, ne? Feuerwache hat das Feuer gelöscht. Sehr gut. Ja, aber ihr seht, hier gibt es einige... Hier gibt es noch ein paar Luxusvillen zwischendrin. Die Leute haben ihre Autos. Hier ein paar Parks in der Mitte, um es schöner zu machen. Hier ist ein Hotel für die nicht ganz so gut Beduchten. Hier ist Casino Presidente. Eins meiner Casinos. Ja, ich habe hier so ein paar Mal überall hingestreut. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ein Überfall? Was war das? Es war ein Überfall! Die Nur Frau hat ihre... Bekanntgabe des Gewinners eines signierten Porträts von El Presidente. Penultimo! Glückwunsch Nummer 2! Wir mussten 1000 Einsendungen... Sie sind bei meinen Freunden nicht... Presidente, wie ich will jetzt nichts annehmen. Ich will den Leuten meine Insel zeigen. El Presidente hat zu tun. Na ja, guck mal, da kommen auch direkt die Ploppen wie Pilze aus dem Boden. Wir wurden gerade live Zeugen eines Überfalls direkt vor dem Casino. Aber... Da ja, aufgrund von Casinos und hier, Leute, hier ist das Hotel für die super, super Reichen. Sind im Moment auch nicht mehr so viele da, ne? Dauerhaft exklusiv. Ich würde sagen, verringert die Besucher. Das Gebäude wird von Kulturreisenden. Ne, das wollen wir nicht. Klassische Goldarmaturen haben wir schon drin.
Ja, Frachter bringt natürlich kein Geld, bringt nur Leute. Wir haben im Moment, ich habe ja keinen Export oder so, deswegen haben die Frachter nichts zu tun, ne? So in dem Sinn, außer Leute mit reinzubringen. Ja, hier sind ein paar angesagte, richtig gute Nachtclubs. Was ist da? Schon wieder ein Überfall? Gibt's ja gar nicht. Okay, wir müssen die Polizeikraft erhöhen. Aber ich habe etwas, Freunde, was die Polizei, was die Insel wenigstens ein Stück weit sicherer macht. Und zwar das hier. Ich habe diesen wunderschönen Polizeizeppelin, ja, auch eine wunderschöne Errungenschaft der Neuzeit, ja, um die Insel einfach für alle Menschen sicher und schön und bunt zu machen. Ja, hier haben wir noch so eine kleine, hier kann man Riff tauchen, ja. Läuft gut, Arbeiter sind da, aber keine Touristen im Moment. Okay, naja. Die haben jetzt gerade vielleicht keine Zeit. Überall sind so kleine Anlegestellen. Hier habe ich, Moment, leichter Sonnenuntergang. Ich wollte diesen Yachtclub, private Landeplätze haben wir dran. Nur superreiche Touristen. Okay, sehr gut. Sehr gut, so wollte ich das haben. Dann können die hier mit ihren Yachten auch so ein bisschen anlegen und richtig coolen Kram machen. So, dann haben wir hier noch so einen kleinen Kirmespier. Ich hatte nämlich hier noch, hier ist auch nochmal ein Touristenhafen, aber für Economy. Hier kommen die Economy-Touristen, ja. Oh, Fantasiebewertungen abgeschlossen. Gut, das heißt, es kommen bald wieder neue Leute. Hier kommt die Economy Class. Die können dann hier, der Kirmespier, die fahren auch eine extra Runde. Deswegen ist der auch so hoch beliebt. Dann haben wir hier Tropico Mia, der große Freizeitpark von El Presidente mit einer wilden Maus-Achterbahn, ähnlichem Coaster von Firma El Presi. Und haben den G-Faktor 2 eingestellt. Ja, das heißt, die Leute kriegen hier richtig Spaß serviert. Ja, auf meiner kleinen Little Las Vegas Insel ist auf jeden Fall für jeden was zu holen. Oh, wie gesagt, das ist natürlich ein komplettes Sandbox-Game. Das ist nicht erstellt jetzt hier mit jahrelang, oh, und erstmal klein und hochfarmen und sowas. Ne, ich habe mir natürlich ordentlich Geld besorgt. Alle lieben El Presidente, ganz klar. Und ist auch für meinen Spielstil irgendwie besser, weil ich leider nicht so viel, man kann hier so viel Zeit verbringen, Leute, jeder, der Tropico schon mal gespielt hat. Ich habe Tropico 5 bis zum Erbrechen gespielt, Tropico 6 leider noch nicht so viel aus zeitlichen Gründen. Ne? Damals war El Presidente noch kein Familienvater, deswegen hatte damals auch El Presidente viel mehr Zeit. Ja. Aber es steht natürlich den alten Tropicos in nichts nach. Das Grundsystem ist immer dasselbe. Klar gibt es Leute, die sagen, ach, das alte Tropico, ich weine immer noch hinterher. Kann man machen, aber man kann es auch immer noch spielen. Ne? Ich empfehle aber jetzt hier, das gibt es natürlich jetzt schön für Konsole, optimiert für Controller, gefällt mir natürlich sehr gut, weil ich spiele immer lieber ein bisschen zurückgelehnt. Ja? So kann ich das Präsidente-Sein einfach mehr genießen. Ja? Und dann kann man hier schön, ihr seht, da kann man als Luxustourist, kann man hier kommen. Da sieht man, oh, die Freiheitsstatue auch mit den Amerikanern. Ja, hier oben ist der Mount Tikitaka. Hier habe ich meine erste große Touristenattraktion gebaut. Hier ist auch direkt an der Kante das Drachenfliegen. Dann können die hier richtig schön runtersausen und ihren Spaß haben. Ne? Was mir natürlich fehlt, sind so ein bisschen Gebäudeoptionen von außen. Ich weiß, das ist so einfach nicht machbar. Können wir über die Probleme reden? Können wir machen. Später. Aber ihr seht, auf meiner Insel gibt es viel zu sehen, viel zu entdecken. Ja, und wer will hier nicht wohnen? Hier, direkt neben den Superreichen, neben der superreichen Oberschicht hier. Wer wohnt denn hier überhaupt? Guck mal, die Gebäude sind rappelvoll. Sehr schön, rappelvoll. Moderne Apartments direkt am Strand. Und irgendwo dahinter habe ich, glaube ich, eine U-Bahn-Station gebaut. Es gibt hier ein paar U-Bahn-Stationen, die ich jetzt nicht so genau im Blick habe. Naja, aber ihr seht, mein System läuft relativ gut. Ja, ich muss noch mehr Touristen anlocken. Dafür müsste ich noch mehr Kram bauen. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch, hier vielleicht würde ich noch gerne so 1, 2, 3 kleine Hotels bauen. Ja. Und hier hätte ich gern so ein bisschen abenteuermäßig was noch gebaut, so hinter die Stadt und dann halt hier rüber. Es ist so viel Platz, dass ich teilweise echt nicht mehr weiß, wohin mit all den Sachen. Was mache ich mit diesem schönen Krater? Ich habe überlegt, vielleicht hier so in dem Krater rundherum einen riesigen Kreis aus Casinos zu bauen. Wisst ihr, was ich meine? So eine richtige Spielhölle. So richtig krass, so den äußeren Ring ein paar Casinos bauen und vielleicht so ein paar Parks oder so. Aber das würde das schöne Ambiente des Kraters zerstören. Und dann halt hier in der Mitte nochmal einen kleineren Ring vielleicht an Hotels oder so einfach, ne? Zack, guck mal, er nutzt es hier als Startrampe. Wie gesagt, nur die besten Piloten bringen den besten El Presidente, die besten, nicht nur Zuschauer, sondern halt überhaupt alles. Hier haben wir einen Supermarkt, ist auch so eine Modern Times Erscheinung, ja. Schöner Supermarkt, hier können die Leute einkaufen, gucken wir mal, ob da gerade was los ist. Ja, es ist auf jeden Fall voller Arbeiter, hier ist alles gut. Verursachen Smartphones mit Fruchtlogo-Krebs. Eine offizielle Stellungnahme vielleicht des Palasts meint, dass sich niemand in Tropico ein Telefon mit Fruchtlogo leisten kann. Warum sich also Sorgen machen? Hä? Das Handy. Modernes Wunder, öffentliches Ärgernis oder Krebserreger?
Teilkanal Uno eure Meinung mit. Die Leitungen sind offen. So, naja, im Großen und Ganzen, Freunde, wie gesagt, war das jetzt hier nur so ein kleines Showcase von dem, was ich jetzt hier so nebenbei im Spaß mal aufgebaut habe. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich hart dran gearbeitet habe, aber das ist auch nicht der Sinn von einem El Presidente. Er lässt hart arbeiten, aber selber macht er nichts. So, ich hänge mit meiner Rastermütze oben in meinem Palast rum. Naja, und was da passiert, kann sich ja dann jeder auch selber irgendwie denken. Ne? Hier ist meine Polizeistation, das müsste ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen verbessern oder vielleicht noch eine bauen. Doppelzeppelin, ich weiß nicht, wir haben ja einige Überfälle live miterlebt gerade. Ah, die Stadt ist nicht mehr sicher. Naja, Freunde, ich hoffe, dieser kleine Showcase hat euch ein bisschen was gezeigt, was in den Modern Times so möglich ist, vor allen Dingen auch auf Tourismus und Glücksspiel. Ja, das ist so mein Ding, wo ich drauf gehen wollte, halt jetzt mit meinem El Presidente, wie ihr eure Untertanen irgendwie, wie ihr sie leitet, wie ihr sie führt und wie ihr sie dahin bringt, wo sie hinwollen. Ja, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Bei Tropico 6, Freunde, mittlerweile auch auf den Konsolen zu haben. Konsole, PC, also das komplette Spektrum fast. Das komplette Spektrum wurde abgedeckt von den guten Jungs und Mädels von Calypso. Und ja, wie gesagt, El Presidente, bleibt sauber. Ja, macht nicht so viel Umweltverschmutzung, macht es wie El Presidente. Bleibt in eurem Palast, tragt Hawaii-Hemden, tragt Rasterlocken. Denn nur so nehmen Untertanen euch wirklich ernst, Freunde. Nein, natürlich nicht. Aber aufgrund politischer Handlungen haben sie gelernt, mich zu lieben. Im Moment mache ich ein bisschen Minusgeschäfte. Warum genau, weiß ich nicht. Da muss ich vielleicht ein paar Feinheiten einstellen. Aber dafür waren wir heute nicht hier. Das ist kein Let's Play. Das ist nur ein kleiner Showcase, damit ihr mal seht, was in den Modern Times so möglich ist, wenn ihr euch denn diesen Status erspielen wollt, dann probiert auf jeden Fall alles aus. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, gerne immer mal reinschauen und den alten Kreis damit auch in irgendeiner Art und Weise, wenn ihr denn mögt, unterstützen. Das würde mir persönlich sehr gefallen. Was frage ich eigentlich? Ich bin El Presidente. Also, klickt auf den Link, kauft das Spiel. So, was habt ihr jetzt davon? Freunde, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, ich lasse euch hier den kleinen Blick auf Little Las Vegas nochmal so ein paar Minuten, einfach um zu genießen. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und bis dann, reingehauen und ciao.